Hey Leute und willkommen zu einem wunderbaren Special-Video zu einer FIFA 19 Challenge mal wieder. Aber heute mit einem anderen Gast und zwar steht schon hier, Micha ist hier, hi! Moin Moin! Schaut unbedingt auch bei seinem Kanal vorbei, denn wir haben da auch gleichzeitig gerade ein Video online gebracht, wo wir den Survival-Modus spielen. Halt, halt, halt! Erstmal ein bisschen Eigenwerbung, denn ihr könnt auch auf meinem Kanal jetzt Mitglied werden. Ein Video, wo ich alles dazu erklärt habe, wie viel das kostet, was es für Vorteile für euch bzw. auch Vorteile für mich mit sich bringt, das gibt's rechts oben beim i. Ich würde mich freuen, wenn ich genau dich bald als Mitglied auf meinem Kanal begrüßen kann. Dazu klickst du einfach unter dem Video neben dem Abonnieren-Button oder auf meinem Kanal neben dem Abonnieren-Button auf den Button Mitglied werden oder auch in der Videobeschreibung der zweite Link. Dort kannst du die Mitgliedschaft dann abschließen und ich würde mich darüber natürlich mega freuen. Merkt man eigentlich, dass ich ein Praktikum bei der Bank habe? Ich weiß nicht. Jetzt soll es aber auch schon weitergehen mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt hier auf meinem Kanal wird es den No-Rules-Modus geben. Wahrscheinlich werden wir wieder zwei Spiele machen, dass wir einfach ein bisschen 10 Minuten voll bekommen für die Werbung. Ja, nein, auf jeden Fall. Erstens für die Werbung und zweitens natürlich, wenn ich nur ein Spiel habe, dann sind wir hier bei 4-5 Minuten und das Video wäre dann ein bisschen kurz. Ja, No Rules, mal gucken, was für Mannschaften wir uns nehmen. Wir haben uns noch nicht geeinigt, aber gucken wir mal. Und ja, Kamera habe ich heute übrigens nicht am Start, Leute, weil ich keine Lust hatte. Ich habe ewig lang nicht mehr aufgenommen. Ja, die Aufnahme hier ist am 28.03. Und ich habe wirklich, ich glaube, 2 Wochen Minimum nicht mehr aufgenommen, alles davor vorproduziert. Ich bin gespannt und FIFA habe ich sowieso nicht mehr gespielt, das wird lustig. Micha ist absolut krass. Ich bin Frankfurt. Frankfurt, bitte. Frankfurt. So Leute, und da wir uns jetzt gerade darauf geeinigt haben, dass wir das Video an diesem Tag hier am Sonntag, den 31. online bringen, da spielt nämlich Stuttgart gegen Frankfurt. Mich hat gesagt, er will Frankfurt sein, deswegen nehme ich einfach mal Stuttgart. Ich habe Geburtstag, ich darf mir Frankfurt wünschen. Stimmt, also unbedingt bei Michas Video vorbeischauen und ihm dort gratulieren. Ja, das unbedingt. Einfach mal alles Gute zum Geburtstag bei ihm reinschreiben. Ich kann dir ja hier eigentlich schon gratulieren. Ach Mann, ist das doof. Aber auf jeden Fall spielt heute um 18 Uhr. Also das Spiel, wenn ihr das Video pünktlich seht, ist sogar noch heute Abend. Stuttgart gegen Frankfurt. Ich bin gespannt, wie das in echt ausgeht. Wir ändern nichts an den Mannschaften. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Let's go. So Leute, No Rules. Das heißt, Grätschen ohne Ende. Attacke. Kein Abseits. Und ja, immer auf Elfmeter protestieren. Ach man, ja, ich bin gespannt, wie das wird. Ich bin auch gespannt, wie ich gerade aufnehme, denn ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Das wird interessant. Ich habe gerade Angst, dass meine Aufnahme kaputt ist. Ja, wird schon passen. Ich habe auch keine Testaufnahme gemacht, hätte ich eigentlich machen können, aber kein Problem für mich. Oh, jetzt. Dran vorbei. Jetzt Magina! Ja, der ist krass! Der hackt doch schon wieder. Weißt du, dann nehme ich hier 5 Minuten nehmen wir jetzt auf und ich raste schon wieder aus. Ohne Spaß. Mann. Ich kann diese Challenge überhaupt nicht. Oh. Ach Mann, Junge, was? Der war nicht drin, oder? Was ist das denn? Ich zeig dich an. Hä? Was soll das? Der Handschuh hat es einfach verfälscht, das Ergebnis. Jo! Oh, abseits! Nee, gibt's nicht. Ey! Und Frankfurt ist am Boden zerstört. Aber, jetzt aber. Batz! Nein! Dich krieg ich! Warum krieg ich keine einzige Grätsche? Jo, der ist so frei. Nee, abseits! Schiri! Schiebung! Nein! Ja, ja komm! Was Nein. ist das denn schon wieder? Ey! Mann, ich muss hier rumschreien, ich hasse das. Mann, Pfosten von Mario, Luigi, Alfonso Italiano und dann einfach der krasse Micha hier mit der Grätsche. Batz! Oh, was? Batz!
Noch nicht mal einen Ball gehabt. Ah, was? Was für eine Betrug? Ja! Nee, das ist doch Betrug. Was? Ich drücke auf Viereck und er grätscht dich nicht um. Ein reguläres Tor. Ja, das war sogar, glaube ich. Ich glaube nicht mal, dass ich im Abseits war. Ja, eben, das war nicht mal Abseits. Ja, ja, regulär, er hat mich richtig weggefetzt. Ach Mann, wobei ich eigentlich auf Grätschen gedrückt habe, das ist doch irgendwie... Ist das du wolltest in mein Aller reinspringen, aber der Kerl besteht aus Stahl. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Schade, den Doppelpass hätte ich doch gern verhindert. Ja, nee, ist hier der Anstoß-Bug. Oh, der geht tatsächlich! Oh Mann, ich muss jetzt mal aufhören, hier so auszuflippen. Aber dass der tatsächlich so reingehämmert wird... Also es war schon ein Anschlussbug, das war echt nicht geil. Aber der Schuss war in den Winkel reingewinkelt. Warum kriegst du daneben? Junge, ich hab nur rechtzeitig weggepasst, aber das war schon geil. Aber... So, zack. Lass mal die Beine weg. Boah, schade. Du kannst halt auch als Angreifer nichts dagegen machen, außer Bälle ins Abseits zu spielen, also nach vorne halt. Junge, Junge, Junge. Er steckt aber auf gut Glück vor. Was? Ja! Ja! Alter! Ja! Was ist das denn für ein Arschloch? Den hast du doch wieder gekauft, ey. Du kaufst immer meinen Spieler. Keine Regeln. Leute. Keine Regeln. Junge. Was war das? Ja, dafür braucht man auf jeden Fall diese Animation. Gott, ey, der Schuss war halt nicht mal gut. Der ist auch noch aufgetatzt. Jetzt hat er Platz. Nix da. Angst hat er. Oh. 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 Jawohl! Mario oh. Luigi Italiano! Und die Wiederholung wird einfach gecancelt. Du warst so euphorisch. Oh. Oh. Einfach dazwischen. Scheiße, war das knapp. Der Kevin. Oh, was war das denn für ein Hexenwerk? In den Mängeln. Junge, wie ich den noch gesenzt hab. Und so geht das hier. So wird kombiniert und so macht Frankfurt Tore. Alle, was ist da los? Eine Viertelstunde ist noch zu spielen. Aber richtig schön. Oh, wie du den aber echt da hinten noch umgemäht hast. Ja, aber da war schon gut gespielt. Kann ich nichts mehr machen. Wieder mal kein Abseits. Einmal Anschlussbug. Siehst du, da ist der Bug. Und... Oh. Oh, oh. Ja. Oh, Abseits. Oh. Irgendwie reingestochert von Mario Luigi Italiano. Oh, ist das nicht der Hattrick schon? Ja, ja. Wir wechseln mal nicht aus. Nee, nur ein Doppelpack. Nee. Doppelpack Zuber, Doppelpack Gomez. Jetzt vielleicht der Anstoßpack. Beim Zuber macht ein Doppelpack. Naja. Oh, schade. Und jetzt noch das. Ja, komm. Mario Luigi Italiano. Jetzt doch der Hattrick. Ach Leute, ist es verdient? Ich weiß es nicht. Wir haben beide stark gespielt, das Unentschieden lange gehalten. Und dann kam einfach Mario Gomez. Und ja. Da steht es 5 zu 3, 2. Ich weiß, dass Mario Gomez kein Italiener ist. Aber wegen dem Mario einfach. Sorry Leute, muss sein. It's a me! So, das war's fürs erste Spiel. War auf jeden Fall ganz geil schon mal. Ich hab mal gewonnen. Einmal in meinem Leben. Danke dafür. Ja, solange wir keinen Distance und ich hab doch Kopfbälle drei Tore spielen gemacht. Und so. Ja, das war eigentlich gar nicht schlecht. Ich würde sagen, zweites Spiel. Und wir suchen uns irgendein krasses raus. So, Leute. Nächstes Duell steht zwischen Mike und Micha 1 zu 0. Mal gucken. Wir machen ja dann auch noch zwei Spiele auf deinem Kanal, wie gesagt.
Tatsächlich auch hier ein Spiel heute noch für euch. 13:30, je nachdem, wie pünktlich ihr das Video seht. Ich bin gespannt, wie das in echt ausgeht. Ich bin ja heimlicher Greuther Fürth-Fan. Aber nur heimlich, weil ich eigentlich ein Bayern-Fan bin. Ich bin Greuther Fürth-Sympathisant, wisst ihr Bescheid. Jedenfalls, gegen Bielefeld haben sie auch ein Heimspiel heute 13:30. Ich bin gespannt. Das ich find's gut, dass du nicht grätschst. Das oh. ist ja nur... Was war das denn? Mann, ey, warum war ich da nicht auf Zack? Sonst hätte ich dich richtig platt gemacht. Oh nein. Das ist kein Foul und das ist die Nachschule. Sascha Burkert, kein Problem. Oh. Aber ich find's gut, dass ich die Spieler kenne. Keita! Komm, Marin! Jetzt! Oh. Ich bin so angespannt in den ersten Minuten, oder? Ja, lauf sie doch ins Tor, du! Und jetzt. Look at this ball to Fabian Reise und Keita Ruel! Oh ja, Keita Ruel. Und jetzt der Ball auf Sebastian Ernst. Jawohl, den macht er! Nee! Was war das von Ortega, Junge? Bumm! Ortega mit dem Superman-Move. Alter, da jumpt der richtig. Du Cheater. Und dann wieder zu Keita Ruel. Schön rausgespielt. Sascha Burkert. Und ja. Sascha Burkert. Du Kacker, Alter. Mann! Ja, 1:1! Ja, ich mag den. Gerne mal tuten wie die Feuerwehr, aber einer springt da wieder drüber. Oh. Magia, ganz stark. Und jetzt. Redondo! Der war stark! Der war richtig gut einfach. Machen wir mal kurz hier. Und dann die Flanke. Redondo! Was ist das denn? Was ist das? Das ist ein Tor, ist das? Diri, du musst auf Freistoß pfeifen. Ich hab den da hinten umgesetzt. Ja, Mann. 2:1. Wir gehen ich wieder in Führung. Ich hab dir verholfen für die geile Flanke. Ich weiß, die Grätsche war da noch dran. Ah, geiler Typ. Und kein Mann auf der Linie. Ihr seid doch alle solche... Nein. Jetzt mal, komm! Scheiße! Ja! Nein, ich dachte, ich komme noch rechtzeitig mit Burkert da raus. Das ist der Lupfer. Schon wieder der Ausgleich. Ja. Mann! Was für ein schönes Tor. Ups! Ups! Nee. Ja! Er hat den Ball mal! Oh, Mann! Er hat den Ball so null unter Kontrolle, der Spacken, sonst hätte er ein Tor machen können. Und dann grätscht er mich auch noch um. Unerhört, schon wieder einfach. Oh, das ist ein sicheres Tor. Ah, der shit. War aber auch schön. Wieder Redondo, der war wirklich... Also so ein schönes Redondo. Tor habe ich von Fürth noch nie gesehen. Oh, was hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. So schön. Ja, das war echt schön rausgespielt. Die Flanke ja. Und dann zack. Er ist sogar noch ein reguläres Tor gewesen. Ja, nein, oh, ja. Der war gut. Ganz, ganz stark. Jo. Du Arschloch. Der wäre drin gewesen. Leute, die heiße Schlussphase kommt. Mich erdrückt wie verrückt. Und ich muss jetzt mit Grätschen und mit Glück und mit Torhüter verhindern, dass hier ausgeglichen wird. Oh, und das wird ausgeglichen. Ja, und was für eine schöne Kombi. Ja. Yeah. Was ein Scheiß. 3:3. Nein. Fuck you. Oh, was ein Biest. Leute, das entscheiden wir in der Verlängerung. 13:17 Schüsse. 8:5 plus aufs Tor. Ich habe weniger Schüsse als du und habe mehr aufs Tor. Also du bist schon irgendwie nicht so effizient, würde ich mal behaupten. Ach.
Nein, du bist so scheiße, ja. Mann. Ich hab sogar noch schießen gedrückt. Mann, Micha. Ach Gott, ey, das war so in letzter Sekunde. Ich hab den, der war so drin schon. Boah, Burchard, du bist so krass. Du bist so ein Stück Dreck. Ach, Mann. Im Gegenzug von der krassen Chance. Ey, ohne Spaß. Sekunde reiß ich ihm die Beine weg. Der war schon drin eigentlich. Ich hab genau in die entgegengesetzte Laufrichtung vom Torwart, die war ja so ein bisschen schräg, einen Flachschuss machen wollen. Oh, oder schon gemacht. Ich habe ihn ja schon gedrückt gehabt. Komm! Ja! Nee. Es war schon ein bisschen hässlich, dass ich rübergespielt habe, aber ich wollte eigentlich nur den Hattrick. Der andere hätte auch gar nicht, glaube ich, gar nicht getroffen. Ja, den hast du umgesenst. Ich wollte ihn sensen. Ja, ich weiß. Aber 4-4, wieder der Ausgleich. Redondo. Hattrick jetzt von ihm. Hier ist noch nichts entschieden. Noch lange nicht, mein Freund. Nein. Boah, das wäre die Entscheidung. Ich will keine Elfmeterschießen mit Fürth machen. Eine Minute. Letzter Angriff, nochmal alles nach vorne. Hallo? Ich hab deinen Spieler schon vorher umgehauen. Ups. Letzter Angriff. Oh, ja, halt die Fresse. Oh Mann, ey. 18 zu 10 Schüsse. 18 zu 20. Und 10 zu 8 aufs Tor. Junge. Alles klar, Elfmeterschießen. Wir stellen nichts um. Ich bin gespannt. Habe ich den Trainer an? Nee, habe ich nicht. Also gut. Und gehalten. Hast du meine Videos gesehen? Ich schieße den ersten immer nach rechts. Oh, wie ging der Trainer denn aus? So. Den ersten schieße ich immer nach rechts. Ach, ich auch. Ja, hab ich gewusst. Ja. Ach, schade. Ich muss wissen, ich bin Profi darin. Ich habe so viele Challenges gemacht. Ah! Ich bin ein richtiger Profi da drin. Vor allem Torhüter. Oh! Hätte ich vor allem gehabt. Torhüter, weil da haben wir mit Jan auch manchmal nur Torhüter gespielt. Junge, was probierst du denn, Alter? Was ist das denn? Dulli. Nein, Mann. Fuck. Ey, wie er die kratzt. Wie gut bist du denn eigentlich auch? Was soll das denn? Nein. Fuck. Ausgleich. Ja. Ausgleich, Schmausgleich, Alter. Ah, Mann. Schon wieder einkratzen. Wir waren fast Mitte. Ich wollte eigentlich mehr nach links, aber ich habe mich nicht getraut. Ja, aber wenn du jetzt verkackst, dann hat Kreider Fürth gewonnen. Nein! Oh, was ein Pech. Oh. Was ein Pech. Das tut mir schon fast ein bisschen leid, aber ich gehe weg von denen. Leute. Oh. Okay, zweimal verloren auf meinem Kanal. Mal gucken, was bei ihm ist. Wie gesagt, rechts oben am E verlinkt gewesen. Und beziehungsweise ja verlinkt. Hat Spaß gemacht, trotz der Niederlagen. Fand ich auch. Schade, schade. Ja, Survival wird auch lustig. Schaut bei ihm vorbei, haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao, ciao. Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. But she messed with the temperature. Heart wrote the song, but I am the messenger. Through the metropolis. There is no stopping this. Flowers and kisses, yeah. I heard you like chocolate. Light up.